So, wir haben Wareneingang von 4 Kisten Elster gemacht. Wir haben gerade Pakete begleitet zu packen. Florian, das ist ja jetzt nur der Verpackungsraum. Magst du uns noch ein bisschen Einblicke drumherum geben, was Dartsturm noch so alles hier bietet? Ja, sehr gerne. Das ist wirklich nur, ich sag mal, andersreich hier. Da werden die Bestellungen verpackt, hier wird alles geklärt, Kundenanfragen, Retour, Versand, alles läuft hier ab. Aber das wirklich Spannende ist ja dann quasi hinter dem noch provisorischen Vorhang. Unser Lager, unser heiligen Hallen mit viel, viel, viel Produkten. Was schätzt du denn, wie viele haben wir hier, Markus? Boah. Also ich weiß, dass ihr jetzt im Januar ziemlich geplündert worden seid der Dart-WM, wie das, glaube ich, so jedes Jahr ist. Ich würde mal so sagen, so vielleicht noch so 2000, 2200. Also ich müsste in der Tat mal im Shop nachschauen, was der neueste Stand ist. Aber im Dezember waren es wirklich 5.500 verschiedene Produkte. Ich meine, klar, wenn du hier in die Flight-Reihe schaust allein, da haben wir uns richtig viel Mühe gegeben, um mal zu sehen, was ist in welcher Kiste. Das ist natürlich jedes ein Produkt. Und wenn die Flights in verschiedenen Farben und Formen gibt, sind das alles einzelne Produkte. Verstehe. Aber auch die Dart-Reihen hier zum Beispiel. Es gibt ja so viele verschiedene Stil- und Soft-Darts. Das ist alles nach Reihen hier sortiert. Alles hat seinen Lagerplatz. Wir haben hunderte Stil-Darts, hunderte Soft-Dart-Spitzen, Dartboards, Tablet-Halter. Alles findest du quasi hier, was wir auch im Shop anbieten. Mega. Also das alles auf einen Blick zu sehen, das ist echt sehr faszinierend. Ne? Wie hast du gesagt, Kind im Süßigkeitenladen. Ja, und ich sag euch, am letzten Tag darf das Kind im Süßigkeitenladen auch sich seine eigene Bestellung nochmal packen. Ganz genau. Du wirst ja ein bisschen mitkriegen, wie das hier so abläuft, wie wir so unseren Tag verbringen. Ja. Und auch, ja, was einfach so dahinter steht. Das ist ja nicht nur... Es kommen neue Produkte raus, ich schaue die mir an und das war's. Da steht ja viel, viel mehr dahinter, was viele auch oft vergessen. Da bin ich gleich gespannt, was uns noch so hinter den Kulissen erwartet. Hier vorne ist dann, glaube ich, Waren-Ein- und Ausgang, ne, wo angeliefert wird. Hier haben wir unser Rolltor, da kommt DHL mit dem LKW, DHL Express, DPD. Da bekommen wir unsere Ware rein, da gehen jetzt die Rollcontainer und die PD alles raus. Stark, Leute, das müsst ihr euch mal anschauen. Das packen die beiden hier einfach mal zusammen. Und das sind einfach mal hier so ein ganzer Rollcontainer, halber Rollcontainer voll. Ja, das ist halt unsere Leistung von dem Tag. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist alles nur... Gerade wo die WM war und wirklich dann wir ein Wochenende hatten, dann war der Rollcontainer mehr als voll. Wir mussten noch einen zweiten dann anfangen. Ja. Wir hatten mehrere Paletten für DPD, also das ist dann noch eine ganze Ecke mehr. Aber der Hype flacht jetzt auch schon so ein bisschen wieder ab. Aber es ist immer noch echt viel, wenn ich sehe, was da an einem Tag alles verpackt wurde und rausgeht. Über 1000 Paketen an einem Tag. Aha. Jetzt sind wir bei 1200 am Tag.
Ist entspannter. Wir müssen nicht mehr Nachtschichten schieben. Aber ja, es ist natürlich deutlich mehr als noch vor einem Jahr beispielsweise. Es ist, der Hype ist absolut real. Und das ohne Mitarbeiter? Ja. No? Noch ja. Noch ja. So, hier sehen wir noch ein kleines bisschen Baustelle. Also ganz fertig ist es noch nicht, aber es ist vorzeigbar. No? Ja, es tut sich viel. Es sind noch viele Projekte geplant. Hier fehlt die Tür zum Beispiel noch. Hier haben wir sie schon. Da ist der Sanitärbereich weniger interessant. Weniger interessant. Aber wir gehen mal in den nächsten Raum. Ist hier. Jetzt bin ich gespannt. What? Fire. Krass! Das ist quasi die Location, wo ich dann abends sage, so, jetzt eine Runde Skuja spielen, wo wir meine Runde zusammen spielen, wo ich dann sage, okay, Skuja Pro, hier die Anzeige nebendran. Ah, cool, mit der Theke, Kaffeemaschine, oh, ganz wichtig, Tablet, Darts. Ja, das ist so der Raum, es kommen Vertriebspartner vorbei, dafür ist es gedacht. Die bringen neue Produkte mit, die zeigen dir diese neuen Produkte. Du triffst mit Geschäftspartnern dich, besprichst Sachen, trinkst einen Kaffee. Ja. Kannst natürlich auch mal ein paar Darts werfen, schon ein bisschen in den Dartshop. Ja. Wäre ja schlimm, wenn hier kein Dartboard hängen würde. Und es ist auch schön als Area, glaube ich, zwischen, ich sehe jetzt da hinten schon deinen Schreibtisch und sowas ja. Durchs Fenster. Wenn du jetzt hier jemanden begrüßt oder so, ist irgendwie cool, wenn man so diese leichte Führung hat, dass man die Dimension kennt, dass man aber auch hier erstmal so einen Ruhepol hat. Ich weiß auch, wir saßen da auch mal zuerst und dann Kaffee trinken, ankommen, ne? Erstmal den Flash vom Lager verarbeiten, das ist immer schön, kommst du versandt, erstmal ein bisschen neutral, ein bisschen Büro, ja. Dann wow, das Riesenlager und dann so Dart, Besprechungsraum, wie man das möchte. Alles da, Kühlschrank voll Getränke. Und ich sehe auch, du hast ein mega cooles Oki mit ja, so Metallleisten drumherum. 1 Meter breit, 2,41 Meter lang, man hat ja natürlich direkt an Bord. Ja. Am besten habe ich auch immer, dass man das mit reinkriegt. Ja, das stimmt. Und ja, dann hast du hier quasi deine Datenlage, Skuja Pro, meinen eigenen Surround. Mhm. Die bedacht er was denn mit sein, sozusagen. Ja. Er hat es wirklich dann mit Airbrush gemacht. Also bevor ihr jetzt fragt, ich möchte auch so eins haben, also in so einem Surround und wir haben dafür eine ganz kleine Auflage gemacht, ich glaube 4 Stück, ja. Plus mein eigenes, also 5 ja. Sind es ursprünglich und ja, dafür haben wir rund 4 Wochenenden mit jeweils über 10 Stunden täglicher Arbeit daran verbracht, also ja, das ist... Schablonen schneiden, ja. Muss das Ganze abkleben, dann airbrushen, muss ja alles funktionieren. Alles wieder so leicht abtrocknen lassen und so. Die Ideen haben, das Muster haben, also ja, Skuja Pro, genau. Zufrieden? Sehr, also wir haben jetzt am Wochenende durchaus ein bisschen was gespielt hier und ich glaube, ich hatte keinen Fehlwurf. Nee, ja. Ich hatte auch keinen. Also funktioniert sehr, sehr gut und das ist halt wirklich stabil, da wackelt auch nichts an den Ständern dran fest. Du hast einen Holzrahmen, eine LED-Beleuchtung direkt mit drin, es funktioniert halt einfach sehr, sehr gut. So ein paar kleine Macken, ne? durch die Bouncer mal. Ne? Klar, und dann fallen die hier auf das Oki, vorher noch mit dem Ring und der ist halt lackiert aus Holz. Mhm. Dann hast du solche Macken, kann man wunderbar mit schwarzen LED ein bisschen ausbessern. Ja, wer sich halt jetzt fragt, warum kostet das Teil halt einfach 1.400, 1.500 Euro oder so und das, was ich habe, diese Home Edition mit dem Thermode oder von Basti mit den Halterungen, kostet dann natürlich auch nur die Kameras irgendwo, aber das sieht schon sehr clean und sehr cool aus, gerade auch, weil du nicht so viel Kabelsalat hast. Ne? Die Kabel sind wunderschön hier, also das ist ein Holzrahmen, der wird speziell zusammengebaut dafür, deswegen ist der Versand auch schwierig.
zu realisieren, die Kabel laufen hier hinten in extra Kabelkanälen, hier sind die Verknüpfungen drin von den USB-Kabeln. Und dann läuft das rum. Ein Schlauch rein zum Scovia und dann hinter dem Schrank versteckt ein Kabelkanal nach unten, wo dann auch der Monitor ist, wo wir dann das iPad spiegeln können, dass man eine schöne Ansicht hat von den Score dann. Mhm. Es funktioniert halt einfach sehr, sehr gut und es ist auch ein ganz anderes Spiel. Und das sagt mir auch jeder. Du spielst, du bist in deinem Fokus, du hast deinen Caller, du musst dich irgendwas eintippen. Richtig. Du kannst alles korrigieren, wenn dann wirklich mal ein Fehler kommt. Mhm. Du hast ein Board, du kannst online spielen. Also das ist schon, ja, auch die Distanz zwischen uns, zwischen Köln und hier ist natürlich 4-5 Stunden Fahrt, das fährst nicht mal nur so für eine Partie Darts oder so und abends dann halt einfach nochmal First to Six zu spielen ist super. Das Einzige, was glaube ich nicht kann, ist dimmen, ne? Aber einen Dimmer könnte man bestimmt auch noch irgendwo dazwischen setzen oder so. Kannst du das gar nicht, das wird ja quasi hinten angesteckt, plus minus, also okay. Irgendwie einen Dimmer geben, aber ja, du siehst dir eigentlich mein Studio auch sehen wir gleich nochmal, okay. Das ist alles sehr, sehr hell hier, ich mag hell, yeah. Deswegen habe ich dann dabei. Ja, auch mit den LED-Leisten und so, das ist schon... Die Theke übrigens, ist ja nicht nur eine Theke, sondern es geht um einen Serverraum runter. Ja. Dann quasi auch in den Bauch, die Treppe gegangen. Da unten ist dann der Serverraum, Serverschrank drin. Da sind so die ganzen Überbleibsel von Bau, okay. Kabel, was auch zum Video. Bisschen Lager und so noch. So. Ein Abstellraum quasi. Aber eben auch ein ganzes Serverschrank mit Videoüberwachung, mit IT, mit Backups. Halt alles Technische, was diese ganze Gebäude hat. Durchdacht und da hilft dir natürlich auch deine Vergangenheit, ja, dass du da als ITler, sage ich mal, extrem viel Fachwissen mitbringst. Genau. Ne? Ich konnte quasi komplette Netzwerkverkabelung machen, die komplette Einrichtung, Internet per Glasfaser hier am Standort. Ah, cool. Ja. Da sind viele neidisch auf so Gigabit-Internet hier. Funktioniert mega und auch die ganzen Smart-Home-Sachen hier drin, die ganzen Lichter, Kameras, alles läuft über ein mächtig stabiles WLAN. Auch unser Lagersystem läuft ja alles über WLAN. Ja. Die Drucker, alles Netzwerkdrucker und das muss natürlich auch nicht funktionieren, gerade wenn du so viele Bestellungen offen hast. Und ja, bin ich sehr, sehr glücklich drüber und auch sehr froh, dass ich das nicht extern machen lassen musste. Ich sehe noch eine Tür mit dem coolsten Flocati, den ich glaube ich je gesehen habe. Ja, hat so ein bisschen was von Jason. Ja. Gibt auch eine Tasse dafür, man arbeitet so hart für das Luxusleben seiner Katze. Habe ich auch mal geschenkt bekommen. Wow. Und das ist jetzt dann quasi mein Arbeitsbereich. Also dafür bin ich wirklich so 10 Stunden tätig hier. Filme erstmal die Couch, nur deinen Arbeitsbereich. Nein, ich glaube, der ist eher da hinten, so wie ich das sehe. Mit ja, das ist so der Schreibtisch, da arbeite ich, da habe ich mein MacBook stehen, den Streaming-PC stehen, ordentlichen Monitor, man muss Bilder bearbeiten, man muss Videos drehen, mhm. Höhe überstellen, weil man auch nicht den ganzen Tag sitzen muss. Dann hast du einfach eine Ecke, wo du professionell arbeiten kannst, auch mit 10 Gigabit-Netzwerk und halt wirklich alles modern gemacht. Und ich als Dart-Fan habe da, glaube ich, schon was entdeckt. Genau. Ja, die Couch hattest du schon, das ist quasi auch so ein bisschen eine Meeting-Ecke hier. Aber natürlich die Vitrine, das ist natürlich ein Highlight für dich als Dart-Fan. Was? Was haben wir da? Rockcross Limited? Genau, das ist die Weltmeister-Edition von 2018. Unterschrieben oder? Unterschrieben auch. Oh. Aber mich fragen oft Leute, hast du signierte Sachen? Dann sage ich, ja klar, bekommst du auch von Herstellern immer mal wieder. Mhm. Aber es ist natürlich so, irgendwann hast du die Sachen und du legst Wert auf Sachen, wo du auch Erinnerungen drauf hast. Ja. Wo du Emotionen mit verbindest. Und der Rob Cross zum Beispiel, der kommt direkt aus Holland. Da waren wir vor Ort. Das war unser erster Trip nach Holland zu BSNL. Ja. Und da haben wir noch nicht mal bei Target eingekauft. Also da haben wir noch über einen Großhändler gekauft und dann kam gerade die Palette an und dann, ja, hier die ganzen Cross-Darts und kam mein Vertriebspartner, ja, ich habe was ganz Besonderes für dich, die Nummer 150. Ja. Was natürlich sehr gering ist. Habe ich mich mega gefreut. Daneben findest du dann zum Beispiel das Tacoma Wallet von Target Lounge, beim letzten. Ich habe so eine kleine Giveaway-Tüte und die ganzen Spieler sind dort. Ja. Und dann habe ich die alle drauf unterschreiben lassen. Zum sehr Beispiel. Cool. Daneben findest du dann ein Barnefeld Legacy. Kenne ich. Aber auch eine ganz besondere Nummer.
nämlich die 2007. Die steht nicht nur auf den Flights drauf, sondern das ist auch die Nummer der Darts. Oh, cool. Das ist nämlich die Nummer 2007, das Jahr, in dem Raymond van Barneveld seinen einzigen PDC-WM-Titel gewonnen hat. Also was ganz Besonderes. Klar, daneben nochmal extra handsignierte Phil Taylor Legacy Darts und dann rechts die Barney Darts. Das ist auch eine Sonderedition, die es so nicht zu kaufen gibt, beziehungsweise nicht so einfach zu kaufen gibt. Mhm. Und die ist auch wieder handsigniert. Und das war die letzte Hollandreise vor Covid, wo wir da auch wieder in Holland waren, dieses Barney Dome Abschiedsevent. Ah ja, in Rotterdam. Genau, ja. Auch wieder in der Ahoy Arena. Und da waren wir ja schon zweimal zur Premier League. Und ist natürlich Hammer, 10.000 Fans in Orange und ja. Bis im VIP-Bereich. Mit ja, ein legendärer Walk-in, wie er da steht, so mit den Tränen in den Augen, also gemischte Gefühle, ne? Also schon krass. Du musst dir vorstellen, nach bist du auf dem Weg wieder ins Hotel, ja. Dann redet gleich dein Vertriebspartner, der ein guter Freund von Raymond ist, ruft ihn gleich an, baut ihn auf und dann weißt du schon, ja. Hinterein, er wird nicht aufhören, also wird noch weitergehen. Das geht mal. Das ist natürlich mega, sowas da mitzumachen. Klar. Bei uns geht es jetzt auch weiter. Denn ich sehe da hinten eine Abteilung, die mich sehr interessiert. Boah, ist hier Platz. Also es hallt natürlich ein bisschen, aber daran merkt man einfach, wie groß dieser Raum ist. Jetzt allein dieser Raum hier mit der, ich sag mal, Chill-Ecke, wo du auch Darts gucken kannst, mhm. Wo du dich treffen kannst, besprechen kannst. Dann der Studiobereich und natürlich der Bürobereich. Dieser Raum hier, den haben wir komplett überarbeitet, Fenster vergrößert, alles neu gemacht. Ja. Das sind allein 65 Quadratmeter, nur dieser Bereich hier. Boah. Da hast du halt auch richtig Platz. Um kreativ zu sein. Stative hinstellen, Lichter bauen, den Greenscreen haben wir hinten dran. Da finden dann auch die Livestreams statt hier, ne? Das kommt mir bekannt vor. Ja, das ist dieser typische Greenscreen, wo dann Videos im Hintergrund gezeigt werden. Ja. Und dann stehen wir hier quasi und sagen, herzlich willkommen zum Dartsturm Darts Talk. Heute mit dem Thema die neuen Aster Inception Flights zum Beispiel. Mhm. Dann haben wir hier Grafikeinblendungen und Lichter und allem drum und dran. Das denkt man manchmal gar nicht und da spreche ich auch aus Erfahrung, was hier so an Equipment steht für, ich sag mal, nur ein paar Produktfotos, ja, für ein paar 360-Grad-Bilder und für einen Livestream sonntags oder so. Also wenn ich allein jetzt die professionelle Kamera sehe mit allem drum und dran und Stativ. Ja, draußen, Extended Recorder, wird sich ja selber sehen beim Aufnehmen. Ja. Licht, ganz, ganz wichtig bei jedem Ding mit Fotografie und Video. Ihr seht es jetzt selber, ich habe so ein bisschen Schatten drin. Ich gehe einen Schritt in die Softbox und man hat Licht im Gesicht. Mhm. Das macht halt einfach Unterschied. Natürlich ist es nicht eingestellt, aber man sieht den Unterschied. Klar. Genauso die farbigen Lichter etc. Und es soll ja auch was Mehrwert bieten und nicht einfach nur hingerotzt sein. Ja. Und ich habe ja früher auch als nebengewerblicher Hochzeitsfotograf gearbeitet und dementsprechend habe ich das Know-how, mit auf Kameras umzugehen. Und ja, du warst jetzt auch am Wochenende mal mit dabei beim Livestream. Ja. Ja, die Sondersendung extra mal gemacht, weil dann hast du auch einfach mal gesehen, wie das so hinter den Kulissen aussieht und wie ja doch anstrengend es sein kann, so ad hoc live Fragen zu beantworten. Und ich schneide euch hier mal auch an der Stelle ein Video jetzt danach mit rein, wie anstrengend das überhaupt ist. Und das seht ihr einmal hier. So Leute, ich komme jetzt hier frisch aus dem Livestream. Ich habe rote Ohren, ich muss ja erstmal ordentlich was trinken. Danke für eure Fragen. Super geil gewesen. Boah, ich bin echt fertig. Die ganzen Fragen konzentrieren, im Kopf vorstellen, welcher Dart und so. Meint ihr jetzt, muss man echt auch zack sein. Also was ist das? Weißt du, wie es mir da geht jede Woche, ne? Das macht ihr jede Woche. Schöner, einmal bin ich total fertig. Also, es ist wirklich anstrengend, ganz klar, aber es macht unglaublich viel Spaß. Mega. Also, ja. Da fragst du dich erstmal, wie sich dann so ein Filmstar fühlt. Ich meine, wir machen nur einen kleinen Livestream. Ja. Aber es ist einfach cool, über das schönste Hobby, den schönsten Sport der Welt zu quatschen, Darts. Definitiv. Und ja, dann noch mit dem Equipment und so hier, das ist in der Location. Ist ein riesen Fortschritt, oder? Mega. Also kein Vergleich. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie noch eine Lösung finden, das mal häufiger machen zu können. Jederzeit gerne. So, jetzt wird erstmal gegessen. Ja, also da sieht man, glaube ich, wie fertig ich nach dem Livestream war mit den ganzen Fragen, Antworten, Konzentrieren. Ein bisschen aufgeregt war ich auch am Anfang. Du hättest mir nachgesagt, du fühlst dich wie so nach einem Sprint und so richtig Adrenalin ausgeschüttet. So. Jetzt erst ein bisschen runterkommen, wieder eine Tasse Kaffee trinken. Genau. Ein bisschen einfach akklimatisieren.
weil du bist natürlich eine Stunde komplett auf Spannung, eine Stunde komplett auf, ach, hoffentlich passt alles mit Technik, welche Fragen kommen. Es können ja auch unangenehme Fragen kommen. Da musst du ja spontan reagieren und improvisieren können. Man kann dann nicht da weg, ne? Also Das muss ja einfach passen und es soll ja auch spannend und unterhaltsam sein. Definitiv. Dann haben wir, glaube ich, hier dein Headquarter. Genau, das ist die Schreibtischecke, wo man quasi nach dem größten Teil seiner Zeit hier verbringt, weil man legt Produkte an, man schneidet Videos, man bearbeitet Fotos, man telefoniert hier mit dem Geschäftspartner, macht Videokonferenzen und ja, macht dann alles, was mit dem Shop zu tun hat, in dieser Ecke hier. Sehr cool. Gegessen werden muss natürlich auch. Da habe ich eben eine Küche gesehen. Da wird noch fleißig renoviert gerade. Das gucken wir uns jetzt noch nicht an. Aber ich bin gespannt auf den nächsten Besuch und ja, was wir dann hier noch so alles vorfinden, wie es dann aussieht. Ja, vielleicht. Ich habe ja ganz viele Videos gemacht oder Fotos, während wir umgebaut haben. Vielleicht hast du ja Lust, mal ein kleines Video dazu zu schneiden. Cool. Bis zuvor und nach, also vorher, nachher. Das kriegen wir bestimmt hin. Du hast jetzt ja viel Videocontent auch machen können hier. Bietet sich natürlich an, du kannst dich hinstellen, kannst ein paar Videos drehen, einfach weil du die Produkte einen Raum weiter hast. Ja. Und ja, ich denke, da kann man viel in Zukunft auch draußen machen. Super angenehm. Vielen Dank für die Einblicke, für die Infos. Ich bin gespannt, was die Leute dazu sagen. Mhm. Lasst dem Florian unbedingt mal ein Like auf seinem Dartsturm-Channel und schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr noch so für Fragen habt. Und wir versuchen das so gut wie möglich dann für euch und so schnell wie möglich, wie immer, wie es gewohnt seid, für euch zu klären. Vielen lieben Dank fürs freundliche Zuschauen. Bis bald.